Liebe Gäste an den heimischen Bildschirmen, liebe Expertinnen und Experten des heutigen Abends. Im Namen der Volkswagen Stiftung begrüße ich Sie herzlich zu einem Herrenhäuser Forum für Zeitgeschehen, in dessen Fokus die aktuellen Entwicklungen in den USA stehen. Knapp eine Woche ist es nun her, dass der 46. Präsident der USA in Washington seinen Amtseid abgelegt hat. Mit Spannung haben wir das Ereignis verfolgt, aber auch mit einigem Bangen, ob die Vereidigung friedlich ablaufen wird. Umso größer war die Erleichterung, dass am Ende alles reibungslos über die Bühne ging und sich so manches Mal blauer Himmel und Sonne über dem Kapitol zeigten. Ein gutes Omen? Wird es Joe Biden gelingen, die USA nach innen zu einen und den transatlantischen Zusammenhalt zu stärken? Über diese und andere Fragen diskutieren gleich in ihren heimischen Wohn- und Arbeitszimmern unsere Gäste Professor Michael Hochgeschwender, Professorin Christiane Lemke, Dr. Laura von Daniels und aus Washington zugeschaltet Elmar Thewesen. Es freut uns sehr, dass Sie heute Abend dabei sind. Bevor ich gleich an die Moderatorin Annette Riedel übergebe, die als Journalistin für Deutschlandfunk Kultur arbeitet und in Berlin lebt, interessiert mich Ihre Meinung. Wie schätzen Sie die künftige Entwicklung ein? Klicken Sie die unten auf Ihrem Bildschirm eingeblendete Umfrage an und voten Sie. Bitte. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, sich über unser Fragentool an unserem Forum zu beteiligen. Wir öffnen dieses im Anschluss an die Umfrage und schließen es in circa 45 Minuten. Am Ende des Gesprächs wird Annette Riedel Ihre Fragen aufgreifen. Erwünscht ist dann nochmals Ihr Meinungsbild, nachdem Sie unsere Expertinnen und Experten aus den Bereichen Wissenschaft und Medien gehört haben. Wir wünschen Ihnen einen interessanten Abend hier in unserem Explanatorium Digital der Volkswagen Stiftung und verbleiben mit großem Dank an alle Beteiligten und herzlichen Grüßen aus Hannover. Und wenn Sie mögen, seien Sie am 23. Februar wieder dabei. Dann wechselt unser Blick die Himmelsrichtung und wir schauen nach China zur Großmacht. Jetzt übergebe ich nach Berlin an Annette Riedel. Ihnen Dankeschön für die Einführung, Frau Ebeling. Wir wollen uns von Augenzeugen und von Zeitzeugen übersetzen lassen, was derzeit in den USA geschieht. Natürlich wollen wir darüber reden, was von Nummer 46, dem neuen Präsidenten Joe Biden, zu erwarten ist. Und was bleibt von Nummer 45, dem ausgehenden Präsidenten Donald Trump. Zu diesem Behufe freue ich mich, dass ich Elmar Thewesen begrüßen darf, Fernsehjournalist fürs ZDF in Washington. Einen schönen guten Tag, muss man ja zu Ihnen sagen, nach Washington. Leider nicht nach Deutschland. Dankeschön. Leider nicht dabei sein kann Dr. Michael Hochgeschwender. Er musste kurzfristig aus Gesundheitsgründen absagen von dieser Stelle. Gute Besserung von uns. Aber dabei ist die Politologin Dr. Christiane Lemke, Professorin am Institut für Politikwissenschaft an der Uni Hannover. Eine ihrer Forschungsschwerpunkte sind die USA. Und die Politologin Dr. Laura von Daniels von der Stiftung Wissenschaft und Politik, Leiterin dort der Forschungsgruppe Amerika. Frau Daniels, der neue Präsident Biden hat von sich selbst gesagt, er sei ein Fingerspitzenpolitiker. Und wenn man seiner Rede zur Amtseinführung zugehört hat, dann war das auch sehr klar rauszuhören. America United, sehr vorsichtig, sehr versöhnliche Töne. Aber als es dann um die Verteidigung der Werte der Demokratie ging und auch die Ankündigung, dass er sich wehren würde gegen alle, die diese Werte in Frage stellen oder gar bekämpfen, da hörte man dann schon auch Boxhandschuhe raus. Ist es so, dass der neue Präsident Joe Biden eben nicht nur Fingerspitzengefühl wird brauchen, sondern auch Boxhandschuhe? Ja, also mit der republikanischen Partei, mit der er sich in der Opposition konfrontiert sieht, wird es sicherlich auch einen harten Schlagabtausch geben im Kongress allerdings. Ich glaube, was man diesem Präsident schon erstmal nachsagen kann, aufgrund seiner politischen Vita, seiner Erfahrung, ist, dass das eine Auseinandersetzung ist, die sportlich zu nehmen ist. Und das ist eine ganz andere Skala, von der wir hier reden, als das, was wir unter Donald Trump gesehen haben. Also Boxhandschuhe mag sein, aber es geht um den Wettkampf, es geht um die Auseinandersetzung, um den fairen Wettbewerb. Fair ist ein schönes
Stichwort. Herr Tiefensen, eines ist schon mal klar und das weiß auch Joe Biden. Eine Schonfrist, also diese klassischen 100 Tage nach Amtsantritt, die ein Politiker hat, die hat er nicht. Und er hat ja dann auch gleich losgelegt, 17 Erlasse in den ersten Stunden seiner Präsidentschaft. Wenn man sich anguckt, was er da gemacht hat, also er hat den Bau der Mauer nach Mexiko gestoppt, er ist der Weltgesundheitsorganisation wieder beigetreten, dem Pariser Klimaabkommen, kann man dann schon so ein bisschen was darüber sagen, in welche Richtung die Politik ganz praktisch gehen wird, am ehesten das Stichwort kooperativer, aber auch liberaler als sein Vorgänger? Ja, ich glaube, er ist, das wissen alle, zum Erfolg verdammt. Er muss innerhalb von 2 bis 4 Jahren Erfolge hinlegen, die in allererster Linie den Menschen im eigenen Land hier in den USA zeigen, dass die Lebenssituation sich verbessert. Dass also auch Trump-Anhänger das Gefühl haben, dass es ein Präsident für alle Amerikaner und nicht nur für die, in Anführungszeichen, nur 81 Millionen. Also nach innen hin steht er unter einem unglaublichen Reformdruck und weiß, das kriegt er nur hin, wenn er mit den Republikanern auch ein Stück weit Kompromisse macht, zusammenarbeitet. Und nach außen hin, auch das ein großes Diskussionsfeld, werden sich manche in Europa wundern. Der wird keinen Kuschelkurs fahren, sondern er wird in einigen Punkten eine sehr harte Linie vertreten und vertreten müssen, die gar nicht so weit entfernt ist von der, die Donald Trump hatte, was NATO-Haushalte angeht, was auch China angeht oder Russland angeht. Also es werden spannende Zeiten da auch auf uns zukommen. Ein paar von den Punkten werden wir sicherlich auch aufnehmen in unserer Diskussion. Frau Lemke, wenn man sich die Kabinettsmitglieder von Joe Biden anschaut, also 13 von 25 sind sogenannte Persons of Color, 12 von 25 sind Frauen, die Finanzministerin, die erste Ministerin in diesem Amt, Janet Yellen, und auch die Geheimdienstdirektorin sind schon vereidigt worden, genauso der schwarze Verteidigungsminister, Lloyd Austin, 3 Latinos in der Regierung, die erste Indianerin, die ein Ministeramt wird innehaben. Das alles zusammen sind eindeutige Signale und das heißt, Amerika wird weniger weiß künftig regiert. Es wird auf alle Fälle weniger männlich sein, farbiger, diverser, also schlichtweg repräsentativer regiert. Vergessen wir nicht die Vizepräsidentin Kamala Harris, ein Novum. Die allen voran, genau. Nicht? Also in der Geschichte der USA, das ist schon bemerkenswert, dass jetzt endlich eine Frau Vizepräsidentin ist. Das ist also das erste Mal in der Geschichte. Also ich sehe das so, dass sich die amerikanische Gesellschaft ja doch sehr stark verändert hat in den letzten 50 Jahren durch Zuwanderung, aber auch durch die Mobilisierung von ethnischen Minderheiten. Und es kommt ja in der Demokratie darauf an, dass sich die Gruppen auch äußern können, dass sich Frauen einbringen können, dass sich Afroamerikaner einbringen können und dass sie auch eben mit Stimme und mit Gesicht wahrgenommen werden. Und ich glaube, dass Joe Biden da doch einen völlig anderen Zugang hat zu dieser Gesellschaft, als das noch Donald Trump gehabt hat. Und ich glaube, das ist das Amerika, wie wir uns daran gewöhnen müssen, sage ich jetzt mal so, der Zukunft. Wir blicken auf alle Fälle auf ein Amerika, das sich letztendlich in 2 Welten teilt, 2 Sphären, die gespaltener sind vielleicht denn je. Das ist das ländliche, überwiegend weiße, überwiegend konservative Amerika, wenn man es mal ein bisschen vereinfachen will. Und das urbane, das sehr multikulturell ist, wahrscheinlich eher liberal eingestellt ist. Das war schon vor Donald Trump so. Die Spaltung ist wahrscheinlich einfach tiefer geworden und es ist eine gesteigerte Gewaltbereitschaft, die man wahrnehmen muss. Er setzt, der Joe Biden, hörbar auf Versöhnung. Aber ist es überhaupt möglich, vielleicht Herr Tevesen und dann Frau Daniels dazu, ist es überhaupt möglich, dieses unversöhnliche Amerika, wie wir es im Moment wahrnehmen, zu versöhnen? Also auf den ersten Blick würde man sagen, unmöglich. Aber die gute Botschaft ist, wir sind vor ein paar Monaten 4.600 Meilen durchs Land gereist, 13 Bundesstaaten. Und auch wenn die Gräben tief sind, die ideologischen Gräben tief, wenn übrigens auch, was ja teilweise die Ursache ist, der Graben zwischen Arm und Reich noch viel tiefer geworden ist in den letzten Jahrzehnten, wenn also soziale und wirtschaftliche Ungerechtigkeit dieses Land dominieren geradezu, haben wir trotzdem einen übereinstimmenden Faktoren gefunden, dass die Leute alle eine Sehnsucht haben, irgendwie wieder zueinander zu finden und wenigstens in der Sache Kompromisse zu schließen. Die Sehnsucht gibt es.
Und ich glaube, es kommt jetzt eben sehr auf Joe Biden an, dass er nicht nur salbungsvolle Worte spricht, die auch Teil der Rede waren letzte Woche bei der Amtseinführung, aber er hat auch einige Punkte gemacht. Da hat er sich gewissermaßen auf Augenhöhe runterbegeben, in Anführungszeichen runterbegeben, auf die Ebene der Menschen und hat gesagt, wir müssen gegen diesen Uncivil War, in Anlehnung an Civil War, Bürgerkrieg, gegen diesen Uncivil War vorgehen, das heißt diesen beenden, dass man einfach den anderen nur als Feind ansieht. Und er hat gesagt, er will zuhören, aber er erwartet auch von jedem anderen, dass man ihn anhört. Und das, was er in den letzten Tagen gemacht hat an Direktiven und was jetzt an Gesetzesvorhaben kommen wird, beinhaltet eine ganze Menge von Punkten, die den Menschen mitten im Land, die Donald Trump gewählt haben, viele jedenfalls von denen, die denen helfen können, was die Infrastrukturveränderung hier in den USA angeht oder was möglicherweise auch so einfache Dinge wie bei der Corona-Bekämpfung dafür zu sorgen, dass der Katastrophenschutz in den ländlichen Gebieten, der Bundeskatastrophenschutz, eingesetzt wird, um sicherzustellen, dass möglichst schnell die Impfstoffe in diese ländlichen Regionen kommen. Bevor Frau von Daniels und dann vielleicht auch Frau Lemke dazu auch noch was sagen, möchte ich mal ganz kurz mitteilen, was unsere Zuschauerinnen und Zuschauer zu den beiden Fragen von Frau Ebeling sagen. 38% glauben, dass Joe Biden in der Lage sein wird, die USA im Inneren zu einen. Das sind nicht allzu viel. Allerdings 62% glauben, dass der transatlantische Zusammenhalt mit und durch Joe Biden wieder gestärkt wird. Nach unserer Diskussion, so gegen Ende, werden wir nochmal nachfragen, ob sich dann der eine oder andere vielleicht zu einer anderen Meinung aufgeschwungen hat. Nicht nur die Erstürmung des Kapitols durch die Trump-Anhänger hat zumindest eine halbe Nation, Frau von Daniels und dann Frau Lemke, in den Grundfesten erschüttert, sondern sie überschattet natürlich einfach auch den Beginn der Amtszeit des neuen Präsidenten. Das ist eine Hypothek. Kann Joe Biden diese Hypothek abbezahlen? Unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sind jedenfalls skeptisch. Ja, ich glaube, wir müssen mal hier einen psychologischen Effekt mit bedenken. Wenn man sich mal zurückversetzt in die Zeit 2008, als Präsident Obama ins Amt kam, war da diese riesige Euphorie, dass das ein Präsident sein wird, der alles wieder gut macht, was in den Jahren davor schiefgelaufen ist und das transatlantische Verhältnis wieder zurechtrückt und überhaupt die Menschenrechte verteidigt und weiß ich nicht, was alles, was Leute für Erwartungen in diesen Präsidenten gelegt haben. Und was wir, glaube ich, in Europa unterschätzt haben, war der Widerstand in der US-Gesellschaft gegenüber diesem Präsidenten. Ja, also eine Spaltung ist damals schon passiert, ist immer offensichtlicher geworden über seine Legislaturperioden hinweg. Okay, jetzt sind wir quasi in der umgekehrten Situation. Aus den vor allem den negativen Erfahrungen der letzten 4 Jahre scheinen also wir Deutsche, und wir sind damit ja nicht alleine, die viele Länder in Europa sehen das ähnlich, erstmal extrem skeptisch zu sein, ob ein US-Präsident, auch ein Joe Biden, das Land wieder einen kann. Und meine positive, vorsichtig optimistische Prognose wäre, ja, das geht. Er kann Schritte in diese Richtung unternehmen. Das setzt vor allen Dingen voraus, dass er jetzt unmittelbar in den ersten Amtstagen schon Dinge auf den Weg bringt. Das sind vor allen Dingen wirtschaftliche Reformen. Es geht um ein Rettungspaket, das er angekündigt hat. Hier reden wir von 1,9 Billionen US-Dollar. Das soll erstmal nur für das Frühjahr bis in den Sommer, bis in den Herbst hinein die US-Bürgerinnen und Bürger unterstützen finanziell. Und dann steht ein riesiges Investitionsprogramm an. Was dieses wirtschaftliche Paket oder beide erreichen könnten, wäre, die Probleme, die vorher da waren und die nicht rein ökonomisch sind, zumindest ein bisschen verbessern, einen positiven Beitrag leisten. Die anderen sozialen und politischen Probleme werden natürlich weiterhin aktuell bleiben. Die kann man nicht alleine mit Wirtschaftsmaßnahmen beheben. Aber ohne ein wirtschaftliches Programm, Konjunkturprogramm, wird das alles noch schlimmer werden, was wir bisher gesehen haben. Zu der Hypothek, Frau Lemke, gehört natürlich auch, dass immerhin Millionen, ich weiß nicht, ob es noch alle 73 Millionen sind, die Donald Trump gewählt haben, aber ein paar Millionen sind es sicherlich immer noch, die glauben, Joe Biden ist kein legitimer Präsident. Das ist natürlich eine enorm hohe Hypothek.
Ja, also zunächst mal stimme ich sowohl Herrn Tevensen als auch Frau von Daniels zu, dass die soziale Spaltung ein Kernproblem ist in den USA und auch ein Grund für diese, für den Aufstieg von Donald Trump und des Trumpismus ist. Aber was jetzt durch die letzten 4 Amtsjahre zusätzlich an Spaltung hinzugekommen ist, ist, dass diese Polarisierung Freund-Feind, die von Trump sehr stark gefördert wurde, zum politischen Stil geworden ist und dass er über populistische Mittel, Stilmittel, Rhetorik tatsächlich so eine Art Personenkult um sich herum hat etablieren können. Und der harte Kern derjenigen, die Trump unterstützen, die werden sie auch nicht durch Sozialprogramme oder irgendwas anderes überzeugen. Also ich denke schon, dass der Trumpismus in dieser harten Form auch weiter bestehen wird. Aber das sind nicht 71 Millionen, sondern schwer abzuschätzen, vielleicht ein Drittel dieser Gruppe. Wichtig ist ja, dass man auch das Vertrauen in die Demokratie wiederherstellt. Und das ist eben durch diese sehr aufregende und chaotische Zeit von Donald Trump, aber vor allen Dingen auch durch die letzten 4 Monate immer wieder das Wahlergebnis anzuzweifeln, von innen untergraben worden. Und ich denke, dass Joe Biden ist einfach eine ehrliche Haut. Würden Sie denn sagen, Herr Tevensen? Gesagt. Und er ist, kann das Vertrauen in die Politik hergestellt werden? Jetzt hat man da ein paar Aussetzer, aber Sie sind noch bei uns, Frau Lemke. Herr Tevensen, befürchten Sie denn oder erwarten Sie denn, dass Donald Trump weiter sozusagen von der Seitenlinie schießen wird? Also er hat einen bestimmten Politikstil, wie Frau Lemke gesagt hat, sozusagen stubenrein gemacht. Also man darf diffamieren, man darf lügen. Das bringt einem trotzdem Millionen Stimmen. Zuletzt hat er sich dann vergleichsweise friedlich zurückgezogen, spielt jetzt hauptsächlich Golf. Aber war es das von ihm? Nein, er hat gestern ein Büro eröffnet in Florida, was seine Bewegung weiterhin vorantreiben soll. Er hat ihr den Namen auch Make America Great Again erhalten. Also das ist jetzt die MAGA-Bewegung. Er hat auch schon die erste Unterstützung angekündigt für Sarah Huckabee Sanders, seine frühere Pressesprecherin, die jetzt antritt, Gouverneurin von Arkansas zu werden. Und er wird seine Unterstützung allen geben, die quasi diesen Trumpismus perpetuieren, also forttragen über die nächsten Jahre, der aus meiner Sicht eher was mit Fundamentalobstruktion zu tun hat. Also allem im Grunde genommen gegen alles zu sein, was das Land ein Stück weit voranbringen könnte, gegen alles zu sein, was von Joe Biden und Kamala Harris kommt. Jetzt kommt aber das Aber. Ich stimme mit Frau Lemke sehr überein, dass sicherlich deutlich weniger als die 74 Millionen, die Donald Trump gewählt haben, nach wie vor hinter diesem Trumpismus stehen, sondern wir haben eine sehr große Zahl, glaube ich, die bereit sind, einmal darüber nachzudenken, was denn für sie am Ende auch besser ist. Wir werden ein Potenzial von ca. 20.000 haben, die sind so extrem, dass sie auch bereit sind, Gewalt anzuwenden. Also es könnte sein, dass wir Attentate, Anschläge und Ähnliches in den nächsten Jahren auch aus dieser Ecke erleben in den USA. Aber der größere Teil der Trump-Anhänger wird gucken, was machen die in Washington. Und da ist es ganz entscheidend, dass beide Seiten, also sowohl Joe Biden und Kamala Harris auf der einen Seite, als auch die Republikaner im Kongress, bereit sind, für das Wohl des Ganzen Kompromisse zu schließen. Wenn das das Bild aus Washington ist, dann unterscheidet sich das schon sehr von dem, was wir die letzten 20 Jahre hier erlebt haben, wo meistens Republikaner und Demokraten nichts Besseres zu tun hatten, als immer gegen das zu sein, was der andere vorgeschlagen hat. Also wenn man die Bestätigung der ersten Kandidaten für die Regierung von Joe Biden im Kongress zum Maßstab nehmen will, sieht es ja fast so aus, als ob die Republikaner zumindest hier und dort bereit wären, mit dem neuen Präsidenten zusammenzuarbeiten. Apropos Kongress, da liegt jetzt im Senat das Amtsenthebungsverfahren, was die Demokraten angespannt haben. Jetzt gibt es 2 Sichtweisen, wie man es sehen kann, und mich interessiert Ihre. Man kann sagen, das wird doch die Spaltung eher noch verstärken. Das ist doch jetzt, wo der Mann eh nicht mehr im Amt ist, ein Spektakel und
dient niemandem, verzögert die eigentliche, wirkliche Arbeit im Kongress. Oder man könnte sagen, ja, aber es gibt zwei Gründe, warum es vielleicht trotzdem richtig ist, dieses Amtsenthebungsverfahren wegen Anstiftung zum Aufruhr anzustrengen. Nämlich zum einen, dass man es einfach nicht durchgehen lassen darf, wenn demokratische Werte derartig mit Füßen getreten werden. Und zum anderen, weil es die Möglichkeit bieten würde, Donald Trump ein für alle Mal aus politischen Ämtern fernzuhalten. Also ich finde gerade das Erste, was Sie gesagt haben, man kann es nicht durchgehen lassen, dass eine so gewaltsame und auch offene Verletzung demokratischer Normen und Regeln stattfindet, ist, glaube ich, das Entscheidende hier. Und wir sehen jetzt zwar, dass im Kongress, also im Senat, die Demokraten für das Verfahren, die Republikaner gegen das Verfahren sind. Es gibt bislang sehr wenig oder nach den Angaben der New York Times von heute keine Republikaner im Senat, die das Amtsenthebungsverfahren zu diesem Zeitpunkt unterstützen, weil sie zunächst mal die Fakten abwarten wollen. Sie wollen die Beweise sehen. Das ist ja wie ein Gerichtsverfahren dort im Senat organisiert ab 8. Februar. Aber unter demokratietheoretischen Aspekten und auch für die, ich sag mal so, Erneuerung der Gesellschaft ist es schon wichtig, dass man ganz klar sagt, hier gibt es eine Grenze. Man kann nicht dazu aufrufen, zum Kongress zu marschieren, während das Wahlergebnis dort zertifiziert wird und dann eben auch gewaltsam im Kongress einfach nicht. Und insofern denke ich, hat das Amtsenthebungsverfahren auch politisch tatsächlich eine enorm große Bedeutung. Frau Daniels. Ja, ich würde auf jeden Fall zustimmen wollen, und zwar aus der Sicht, sagen wir mal, der angelsächsischen politischen Systeme. Was Frau Lemke ja gerade ganz klar erklärt hat, ist, warum es aus demokratietheoretischer Sicht notwendig ist, ein solches Verhalten abzustrafen. Und dann kommt dazu, dass wir in den angelsächsischen Demokratien eigentlich diese Tradition haben, eine Rechtstradition, die sagt, es gibt sehr viele Freiheiten. Sehr viele politische Meinungsäußerungsmöglichkeiten, weit über das Maß hinaus, was wir in Europa gewöhnt sind. Aber wenn es Regelverstöße gibt, dann wird es drakonisch durchgegriffen. Und das wäre für mich ein Hinweis dafür, dass wir ein solches Verfahren tatsächlich zu einem Ergebnis kommen sehen in Washington. Ein Problem, das wir haben, quasi für die Durchsetzbarkeit dieses Verfahrens, ist tatsächlich das Verhalten der Republikanischen Partei. Ja, Sie hatten eben gesagt, Frau Riede, Sie hatten gesagt, das Abstimmungsverhalten bisher, das lässt optimistisch, das stimmt einen optimistisch. Gerade wenn man das Beispiel von Janet Yellen nimmt, heute, eine fantastische Politikerin, eine Koryphäe ihres Fachs, mit einem Wissen, mit einer Kompetenz, die schwer nachahmbar ist, musste sich gefallen lassen, dass es 15 Gegenstimmen von republikanischen Senatoren gab. Das ist aber immerhin sehen wir es positiv, nur 15. Herr Tevesen, könnten die Republikaner dieses Verfahren nicht auch als Chance begreifen? Jedenfalls die gemäßigte Mitte unter den Republikanern, wobei man wissen muss, dass die Radikalisierungstendenzen ja spätestens mit der Tea Party schon vor einigen Jahren begonnen haben. Aber könnten die das nicht als Chance begreifen, zu sagen, so werden wir ihn los und er kann uns dann auch nicht mehr schaden und wir sind dann nicht mehr in Geiselhaft und müssen an seiner Seite bleiben, ihm die Treue halten, auch wenn er tatsächlich angestachelt hat zur Aufruhr? Das ist für mich sogar eigentlich der wichtigere Teil. Das eine ist natürlich, dass man eine Chance hätte, vielleicht Donald Trump daran zu hindern, überhaupt noch mal ein Bundesamt irgendwo zu bekommen, also wieder anzutreten zur Präsidentschaft. Aber der wichtigere Teil ist wirklich, was heißt das für die Republikanische Partei? Der Vorwurf an Trump in diesem Impeachment-Verfahren ist ja, er hat zur Gewalt angestachelt, indem er über Wochen und Monate eine Lüge verbreitet hat, die dann an diesem Tag kumulierte in der Aufforderung, jetzt den demokratischen Prozess zu zerstören. Und diese Lüge wurde ja nicht nur von Donald Trump verbreitet, sondern von einer ganzen Latte von Senatoren, auch Abgeordneten im amerikanischen Kongress. Insofern sitzt hier der Kongress auch ein Stück weit über eigene Mitglieder zu Gericht. Und das dürfte sehr spannend sein, ob hinterher in der Republikanischen Partei doch der eine oder andere bereit ist, anzuerkennen,
das geht nicht. Damit machen wir die Demokratie kaputt. Und das ist aber quasi der eine so eine Art oder andere würde nicht reichen. Es müssten 17 klar sein. Also ich glaube, wir sind uns relativ einig, dass die 17 fast illusorisch sind, die zu erreichen. Aber der Prozess ist hier das Wichtige. Es wird, es wird nützlich sein, anhand der Wortmeldungen, die dann kommen, anhand des Verfahrens zu sehen, wie tickt die Republikanische Partei, hat sie Selbstreinigungskräfte. Und in der Tat, was Sie vorhin ansprachen, Frau Riedel, ganz wichtiger Faktor, deswegen macht auch Mitch McConnell interessanterweise, glaube ich, mit, weil das eine Gelegenheit wäre, den Trump selber vielleicht für ein für alle Mal loszuwerden und ein Stück weit die Trumpisten nicht zu marginalisieren, aber ein Stück weit wieder zurückzudrängen innerhalb der eigenen Partei. Ob das am Ende gelingt, wage ich nicht zu prognostizieren, aber es ist eine gute demokratische Übung, die da stattfindet. Die Berichterstattung aus Trump-Landen sozusagen, aus den USA unter Trump, die war ja sehr stark bei uns in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, von einem Anti-Trump-Sentiment geprägt. Also es gab ja kaum Journalistinnen und Journalisten, auch Sie, Herr Thewissen, nicht, die für uns berichtet haben und versucht haben, zumindest einen sehr freundlich distanzierten Kurs gegenüber Trump einzunehmen. Das ist genauso, wie es umgekehrt bei Obama war. Da gab es eine Grundsympathie und da gab es dann fast eine Art Beißhemmung, zu kritischen Worten tatsächlich zu greifen, wenn es um Trump ging. Haben die Medien da auch ein wenig vielleicht die Chance vertan, uns dieses Amerika eben in seiner Vielfältigkeit und in diesen verschiedenen Sphären näher zu bringen und verständlich zu machen und zu übersetzen? Also ich muss das natürlich bestreiten, was Sie natürlich vorhin gesagt haben, weil es stimmt auch nicht. Denn es ist tatsächlich so, dass wir den gleichen Maßstab an Donald Trump angelegt haben wie an andere vor ihm. Und das ist die Frage, erfüllt er im Grunde genommen seinen demokratischen Anspruch oder den Anspruch des Landes? Und vor allen Dingen haben wir ihn auch gemessen an seinen eigenen Versprechungen aus dem Wahlkampf und aus der Siegesrede, die er gehalten hat in jener Nacht, als er die Wahl gewonnen hatte. Und wenn Sie sich das ansehen, können Sie genau sehen, kann man sehr kritisch darüber berichten, dass beispielsweise die Steuersenkung, die von vielen als die Erfüllung seiner Versprechen angesehen wurde, eben gar nicht die Erfüllung seiner Versprechen ist, weil durch die Steuersenkung in allererster Linie die Reichen profitiert haben, die großen Unternehmen profitiert haben mit einer Steuersatz von 29%, dem tiefsten seit über 150 Jahren in den USA. Und die armen und mittleren Einkommen, ich sage mal im Schnitt, das kann man sogar nachweisen, im Jahr $500 mehr in der Tasche hatten. Vielleicht, wenn es hochkommt, $50 pro Monat, da kann man die Großfamilie einmal zu McDonald's mitnehmen, ist das futsch. Also wir haben seine eigenen Maßstäbe an ihn angelegt und überall da, wo er gelogen hat und überall da, wo er die Demokratie angegangen ist, wo er sie unterlaufen hat, wo er die Gewaltenteilung nicht akzeptiert hat, haben wir das sehr offen ausgesprochen und ich sehe das als unseren Auftrag an. Das war keine hyperkritische journalistische Arbeit, die wir in den letzten Jahren erlebt haben. Frau Lemke, würden Sie das auch so sehen oder würden Sie eher sagen, dass die klassischen Medien tatsächlich auch durch die Twitterisierung des Journalismus, wenn man es mal so nennen will, ein wenig ihre Aufgabe vielleicht vernachlässigt haben, sich sämtlichem Aufregungspotenzial zu entziehen und immer auf die Art und Weise, wie Herr Thewissen das eben beschrieben hat, aber es war, weiß Gott, nicht immer und überall so zu beobachten, dann wirklich sachlich zu berichten, fundiert, unaufgeregt. Also vielleicht dazu zwei Punkte. Also Trump hat es uns auch sehr schwer gemacht, indem er tatsächlich eine sozusagen permanente Bombardierung mit seinen Tweets, auch mit Beleidigungen, auch gerade gegen Deutschland gestartet hat. Und das macht es natürlich sehr schwer, dann auch darauf auf eine sachliche Art zu antworten. Wenn man sich anschaut, die Europäische
europäische Perzeption. Die Deutschen sind besonders kritisch gegenüber Donald Trump gewesen. Das ist richtig. Aber ich würde gerne mal eine Lanze für die Journalisten brechen, die da in Washington sitzen und berichtet haben. Also Trump hat ja ganz gezielt auch amerikanische Journalisten immer wieder runtergemacht und sie als Feinde des Volkes bezeichnet. Das ist aber so, die öffentliche Information, also die freie Presse, ist ein Grundwert der Demokratie. Und von daher denke ich, dass man eher Trump kritisieren muss, wie schlecht er mit Journalisten umgegangen ist und Journalistinnen. Und man muss natürlich jetzt auch problematisieren, dass ein Großteil der Kommunikation eben nicht über die Medien erfolgt ist, sondern über sogenannte Echokammern, über Tweets, über Facebook. Die sozialen Medien spielen eine sehr verhängnisvolle Rolle in dieser Spaltung der amerikanischen Gesellschaft. Und da kann weder Herr Thewissen noch sonst irgendein Journalist oder Journalistin kontrollieren oder irgendwie korrigieren. Da kann man sich so viel Mühe geben, wie man will. Das ist eine problematische Entwicklung, die uns auch in der Zukunft noch beschäftigen wird. Gerade wenn man sich auch die Verbreitung von Verschwörungstheorien in Amerika anschaut. Nicht, also wie viele republikanische Wähler und Wählerinnen diesen QAnon-Verschwörungsmythen glauben, die ja abenteuerlich sind und haarsträubend. Nicht? Also da ist, glaube ich, auch so in dem Bereich, was wir politische Bildung bezeichnen, sehr viel Aufklärungsarbeit zu tun. Frau von Daniels. Ja, ich glaube, was zuletzt in den USA thematisiert wurde oder wird jetzt gerade, ist eher genau das zuletzt angesprochene Thema, die Fehlinformation, die sich fatal auswirken kann, weil sie zum Beispiel gezielt versucht hat, Leute, also Veteranen, ehemalige Soldatinnen und Soldaten anzusprechen und damit eine spezifische Gruppe so zu füttern, dass sie völlig fehlgeleitet sich gegen die eigene Demokratie wendet. Ja, das sind sicherlich die Medienprobleme, die sich die USA jetzt, deren man sich dort wird annehmen müssen. Bei den deutschen Journalisten, bei der Berichterstattung der europäischen Journalisten würde ich auch sagen, am Anfang hat man Donald Trump vielleicht sogar zu viel Kredit gewährt. Mein Eindruck war immer, da wird gesucht danach, hat er nicht vielleicht doch recht? Ist er vielleicht derjenige, der endlich mal etwas ausspricht, was die anderen ja immer nur so diplomatisch fein nicht ausgesprochen haben, aber doch genauso gemacht haben? Und irgendwann kam in dieser Berichterstattung, glaube ich, der Punkt, wo allen klar war, nein, das sind Grenzüberschreitungen. Das ist nicht nur jemand, der mal ehrlich spricht, sondern es ist jemand, der Grenzen des politischen Systems, Grenzen der Vereinbarung des Vertrauens zwischen Nationen bricht, zerstört, einreißt. Ja. Jetzt hat Joe Biden mit 4 großen Krisen, Megakrisen kann man sagen, mehr oder weniger gleichzeitig zu tun, die sich auch gegenseitig verstärken, die sich überschneiden. Die Pandemie, klar, die Wirtschaftskrise. Der Klimawandel, aber er hat auch benannt die Diskriminierung ethnischer Minderheiten. All das, was er bisher getan hat, und wir haben es schon angesprochen, ist das eine ganze Menge, ist das Gegenteil von dem, was Donald Trump gemacht hat. Und da sind wir wieder bei dieser Geneigtheit oder dieser Sympathie, die wir empfinden, als das mit Donald Trump nach der Ära Obama passierte, dass er nämlich in all diesen Punkten sozusagen alles versuchte zu annullieren, was vor ihm war, und das Gegenteil zur Politik zu machen. Da war der Aufschrei groß. Aber das, was jetzt passiert, das gefällt uns halt. Das würde ich auch bestreiten wollen, weil wir gucken sehr kritisch darauf, ob das, was er da vorschlägt, auch sehr negative Auswirkungen hat auf bestimmte Bevölkerungsgruppen in den USA. Aber man kann zu dem Schluss kommen, wenn man es Stück für Stück prüft und abwiegt, dass Donald Trump seine Versprechungen nicht erfüllt hat, sondern eher das Gegenteil getan hat. Also die, ich sag mal, kleinen und mittleren Leute mitten im Lande, vor allen Dingen Weiße, die sich abgehängt fühlen, die haben am Ende der ersten 4 Jahre Trump vielleicht das Gefühl gehabt, dass er sich ein bisschen um sie kümmert. Aber zählbar in ihrem Portemonnaie oder in ihrem Leben haben sie es nicht gesehen, dass sich das auszahlt in irgendeiner Form. Jetzt kommt der Neue, dem man auf der rechten Seite vorwirft, er sei ein Kommunist und Sozialist, nur weil er zum Beispiel eine Krankenversicherung für alle, aber mit einer Wahloption haben will,
gilt er als Kommunist oder Sozialist. Und Entschuldigung, wenn ich mir ansehe, was wir für ein Gesundheitssystem in Deutschland haben, dann gleicht das sehr dem, was Biden und Harris vorschlagen. Und ich sehe nirgendwo was von Kommunismus und Sozialismus. Und da muss ich ehrlich als Journalist auch darüber berichten können und sagen, Leute, das ist kein Kommunismus. Das ist ein Modell, das kennen wir aus anderen Ländern. Und da scheint es jedenfalls ganz brauchbar zu funktionieren und entrechtet niemanden. Also ich glaube, wir tragen, wenn wir kritisch berichten, auch über Biden zur Versachlichung der Diskussion bei und dürfen uns, da haben Sie völlig recht, weder von einem dollen Joe Biden oder einer grandiosen Kamala Harris, mir sage ich ehrlich, ging das so, als sie die Stufen runterkam am Kapitol und dann vereidigt wurde, ein Gänsehautgefühl, endlich hat dieses Land mal verstanden, dass auch in die Führungsämter des Landes eine Frau gehört, auch noch in diesem Fall eine Schwarze. Das ist ein ganz wichtiges Signal, das zeigt, dass Amerika sich verändert und so weiter. Das schließt aber überhaupt nicht aus, dass wir sehr kritisch über das berichten werden, was Kamala Harris in den nächsten Jahren möglicherweise macht. Und wir haben natürlich auch das Problem, Frau Lemke, dass vieles von dem, was Biden jetzt schon angestoßen hat, wir haben die Beispiele schon genannt, zum Beispiel eben auch den Wiedereintritt in das Klimaabkommen von Paris, macht er per Verordnung, per Dekret. Und dann kann es ihm halt genauso ergehen, wie es Obama erging, als Trump an die Macht kam und wie es jetzt Trump ergeht mit Joe Biden im Amt, dass der nächste Präsident, wenn es nicht durch ein ordentliches Gesetzgebungsverfahren läuft, das einfach wieder rückgängig macht. Genau, also diese Erlasse, die er jetzt unterschrieben hat, sollen eben zeigen, in welche Richtung seine Politik geht. Viele dieser Erlasse müssen aber durch Gesetze dann nachher verankert werden. Also man kann nicht einfach per Dekret regieren. Das kommt darauf an, wird da vielleicht auch kurzfristig auch Gesetze ausarbeiten und verabschieden lassen müssen. Was jetzt diese, das Tempo angeht, ist es eher gut, dass er zeigt, ich mache was. Aber wie gesagt, für den Politikprozess, gerade im Bereich Klimapolitik, muss man berücksichtigen, dass das in Amerika historisch immer ein Zickzack gewesen ist in den letzten, ja, also eigentlich seit Bill Clinton. Al Gore war 2000 derjenige, der schon gesagt hat, Klimawandel ist das Sicherheitsproblem Nummer eins. Wenn Al Gore damals Präsident geworden wären die USA heute ganz anders positioniert. Aber George W. Bush hat dann zwar gesagt, Klimawandel ja, aber hat doch sehr stark auch wieder auf Deregulierung von Standards gesetzt. Trump hat das auf die Spitze getrieben, dass er die Wirtschaft wieder völlig dereguliert hat, die fossilen Energieträger massivst gefördert hat. Und da ist Biden jetzt mit einem mehrstufigen Verfahren auch gefragt. Also Rückkehr ins Pariser Klimaabkommen bedeutet ja auch, so das Abkommen von Paris, dass die USA als Land darlegen müssen, wie sie die Klimaziele erreichen wollen. Und da muss er so eine Art nationaler Plan entwickeln. Das macht er teilweise eben wieder durch Regulierung, teilweise durch wirtschaftliche Förderung der erneuerbaren Energien zu Lasten der fossilen Energiequellen. Und das wird er dann sicher auch mit Gesetzen zu Emissionsstandards und so weiter machen müssen. Also das ist ein größeres Projekt. Und indem er eben auch die Umweltbehörde wieder gestärkt hat, indem er eine Energieministerin hat, die erkennbar für erneuerbare Energien ist, indem er vorgegeben hat, dass alle Fahrzeuge, die im Bundesbetrieb sind, umgestellt werden sollen auf Elektroantrieb oder Fahrzeuge mit Elektroantrieb. Es kann ein Weilchen dauern, aber es ist jedenfalls jemand, der sagt, der Klimawandel findet statt und es ist wichtig, ihn zu bekämpfen. Frau von Daniels, ich möchte gerne ein wenig noch auf die Außenpolitik jenseits der Klimapolitik gucken.
diese USA sind nicht mehr die einzige Supermacht. Das war vielleicht nach dem Ende des Kalten Krieges für eine Zeit. Das sind sie aber erkennbar nicht mehr. Es gibt ein Moskau, das unbedingt wieder in der Weltbühne eine größere Rolle spielen will. Es gibt einen Systemkonkurrenten China, das auch unbedingt eine größere Rolle spielen will. Und damit muss der neue amerikanische Präsident fertig werden. Das sind verschärfte Bedingungen für die Außenpolitik, oder? Ja, wenn ich darf, ich würde gerne noch einen Punkt zum Thema Klima sagen, denn das ist auch Teil von Außenpolitik oder das ist der Teil der US-Innenpolitik, der uns außenpolitisch in Europa, in der EU, auch in Deutschland sehr beschäftigt. Ja? Wie sind die Aussichten für Kooperation dort? Und ich glaube, man muss sehen, dass Biden verschiedene Instrumente zur Verfügung hat. Eines sind Dekrete oder Erlässe. Das andere sind Gesetze, die er mit Zustimmung der Republikaner natürlich durch den Kongress bringen kann, wenn sie sich denn dazu durchringen können, weiter in die Mitte des politischen Spektrums zurückzurücken und gemeinsam Klimapolitik möglich zu machen. Das dritte ist eine große politische Herausforderung. Das ist für ihn die Möglichkeit, über Haushaltsgesetzgebung faktisch Klimapolitik zu machen. Indem er nämlich durch Haushaltsgesetze Maßnahmen durchsetzt, die dann Auswirkungen auf die Erreichbarkeit der Klimaziele haben werden. Und das ist genau die politische Schwierigkeit. Dafür hat er aber die besten Leute im Kabinett und in seinem Beraterteam. Und ich glaube, wir können da wahrscheinlich noch mit Spannung zuschauen, wie er versuchen wird, das eben doch über politische Umwege bestimmte Klimaziele zu erreichen. So, was heißt das außenpolitisch für uns? Wir haben große Erwartungen an diese Regierung. Gleichzeitig reden aber viele politische Experten hier in Berlin natürlich auch ständig davon, dass man diese Erwartungen schnell herunterschrauben sollte. Wir können froh sein, wenn Joe Biden einen Weg finden wird, mit Moskau, mit Russland auf einen grünen Pfad zu kommen, was die ganze Frage der Rüstungskontrolle angeht. Ja? Wir haben zum Beispiel ein Rüstungskontrollabkommen, das Anfang Februar auslaufen wird, das New Start-Abkommen. Das wäre ja mal ein Schritt, ein konkretes Ziel, anhand dessen er zeigen kann, ob er in der Lage ist, mit einem schwierigen Gegenspieler wie Moskau eben doch zu Lösungen zu kommen. Die ganze China-Frage wird uns weiter auf Trab halten. Es gibt ganz klare Signale der beiden Regierungen, dass man mit den Europäern gemeinsam Strategien entwickeln möchte im Wettbewerb mit China. Gemeinsame Standardsetzung im ökonomischen Bereich, aber auch, und das ist die Forderung an uns, sozusagen erwachsener zu werden, nicht mehr so naiv auf China zu gucken, sondern ganz klar auch die sicherheitspolitischen Herausforderungen zu sehen und auch die wirtschaftliche Konkurrenz, die auch für uns in Europa zunehmend unangenehm, bedrohlich wird, endlich wahrzunehmen. Das sind die Erwartungen an uns. Die Frage ist dann ganz schnell, wie gehen wir damit um, wenn so hohe Erwartungen an uns gerichtet sein werden? Thewissen? Ja, einmal noch mal ganz kurz zu Klima auch, weil wer denkt, Joe Biden würde hier nur Widerstand in den USA haben für den Umstieg auf erneuerbare Energien, der hat sich geschnitten. Die Autoindustrie ist jetzt schon dabei, akzeptiert die schärferen Umweltstandards. Sie sind umgeschwenkt jetzt, als sich abzeichnete, dass es eine neue Regierung geben wird. Es gibt in vielen Bundesstaaten sehr vernünftige republikanische Gouverneure und auch Parlamente, die schon längst in ihren Bundesstaaten in Richtung auch erneuerbare Energien marschieren. Also wir müssen uns vielleicht umgucken, ob Amerika es schaffen könnte in den nächsten Jahren, wenn Menschen auch etwas davon haben, von diesem Umstieg auf erneuerbare Energien, sprich auch Arbeitsplätze entstehen, dass Amerika da zu einem Weltführer werden könnte. So, und das gesagt zu haben, beinhaltet gleichzeitig, solange die amerikanische Demokratie so angeschlagen und in Teilen kaputt ist, wie sie jetzt ist, solange die Wirtschaft Amerikas in Teilen zumindest so kaputt ist, wie sie jetzt ist, und wir stehen gerade an der Kante, wo es noch viel schlimmer werden könnte, wenn nicht ganz schnell die Hilfe kommt, die Corona-Hilfen, 1,9 Billionen, und wenn auch die Pandemie nicht schnell in den Griff genommen wird, dann kann Amerika auch als Supermacht auf der Weltbühne nicht mehr das sein, was die Welt eigentlich auch braucht, nämlich eine Supermacht, die in der Lage ist, gegenüber Herausforderungen auch die Rolle des nicht nur Anführers, sondern auch des Bündnisbilders oder Bündnisschaffers im Grunde genommen zu spielen. Und China ist da ein Riesenthema.
Russland, ehrlicherweise, wirtschaftlich kann man Russland gleich mal abhaken. Das ist überhaupt kein Match mit den USA oder mit der Europäischen Union, was die Wirtschaftskraft angeht. Ist halt eine militärische Bedrohung. Gute Entscheidung von Donald Trump, aus dem INF-Vertrag auszusteigen und zu gucken, wie man das alles neu verhandelt. Und China ist die große Herausforderung der Zukunft. Und die Europäer werden sehen von der neuen Administration hier in Washington, dass der Druck massiv wird. China nicht zu unterschätzen in dem Potenzial, mit militärischer, ökonomischer und auch technologischer Macht die Hauptmacht der Welt in Zukunft sein zu wollen. Und das, wir reden hier nicht über eine liberale Demokratie, wir reden über ein autoritaristisches System, um teilweise eine Diktatur, was den Umgang mit Minderheiten angeht. Und vor dem Hintergrund wird der Druck aus Washington extrem groß sein, dass die Europäer ihre Blauäugigkeit gegenüber China auch ein Stück weit aufgeben müssen. Interessanterweise, Frau Lemke, war es ja so, dass durchaus in Moskau und in Peking man mit einer zweiten Amtszeit Donald Trump geliebäugelt hat, obwohl da die härteren, schärferen, aber eben auch unberechenbareren Töne gekommen werden. Ist eigentlich die Hauptbotschaft bei aller Konkurrenz, die es geben wird, bei allen Rivalitäten und auch Auseinandersetzungen, ist eigentlich die Hauptbotschaft außenpolitisch, die man Joe Biden zuschreiben kann, Amerika ist wieder da, was er ja auch in seiner Antrittsrede gesagt hat? Also er hat einen völlig anderen außenpolitischen Ansatz, als Donald Trump es gehabt hat, der ja sehr stark auf Machtsicherung der USA gesetzt hat. Und Joe Biden kommt oder ist beeinflusst von einer Denkschule, die sehr stark eben auf Multilateralismus setzt, also das gemeinsame Vorgehen von Partnern und Allianzenbildung, Bündnisbildung. Dazu soll die Diplomatie helfen. Dazu soll aber eben auch der kontinuierliche Dialog mit Partnern und nicht die Konfrontation, also mit den Partnern, greifen. Das heißt, er hat einen anderen außenpolitischen Ansatz. Und das ist auch die Hoffnung für die transatlantischen Beziehungen, dass die USA, Europa und die EU nicht nur als wichtigsten Handelspartner, sondern eben auch als wichtigsten Bündnispartner sehen. Das hat Joe Biden schon ganz und auch Minister, der bestätigt wurde, Tony Blinken, ist auch sehr proeuropäisch orientiert. Also Zusammenarbeit mit Partnern, das wird im Mittelpunkt stehen. Wir werden nicht alles hier besprechen können, was es zu besprechen gäbe, nicht alle Regionen der Welt antippen können. Nahe Osten würde ich nur ein Stichwort gerne an dieser Stelle noch nennen, bevor wir dann auch unsere Zuschauerinnen und Zuschauer zu Wort kommen lassen wollen mit Fragen. Stichwort Iran-Abkommen. Die Entwicklungen sind seit dem Ausstieg der Amerikaner aus dem Atomabkommen mit dem Iran weitergegangen. Der Iran hat gedroht, mehr anzureichen, mehr Zentrifugen zu bauen. Jetzt auch wieder dieser Tage, dass die Atomenergiebehörde aus Wien, die das Ganze kontrolliert, wie friedlich die Atomtechnologie verwendet wird im Iran, nicht mehr den vollen Zutritt geben kann. Also da ist einfach mittlerweile eine Art Scharte in dem System, wo man sich fragen kann, ob das an dieser Stelle überhaupt noch geschlossen werden kann. Der Versuch, China auch an dem Punkt mit ins Boot zu nehmen, der ist ja bisher zumindest nicht auf große Gegenliebe in Peking getroffen. Also wie steht es ums Iran-Abkommen? Was meinen Sie von Frau von Daniels? Ist da noch was zu retten? Naja, wir können zumindest sagen, wenn wir jetzt versuchen zu interpretieren, was Biden und seine Mannschaft bisher dazu gesagt haben, dann sehen wir da in zentralen Dokumenten, die veröffentlicht wurden, dass es ein Interesse daran gibt, die Iran-Frage zu lösen. Dass es ein Interesse daran gibt, zu einem Abkommen zu kommen. Zu einem Abkommen, das allerdings nicht mehr alleine das JCPOA-Atomabkommen, Nuklearabkommen sein wird, sondern das Interesse ist ganz klar, das auszuweiten und andere nicht-nukleare militärische Probleme mit in das Abkommen, in ein neues Abkommen hineinzunehmen. So, das sind ungefähr so die groben Linien. Ich glaube, es ist auch erkennbar aus allem, was die beiden Leute bisher so geäußert haben, dass man das mit den Europäern gemeinsam machen möchte.
Die Europäer sind mittlerweile dann, das sind immer noch die großen drei, also Großbritannien, Frankreich und Deutschland, die E3. Aber eines dieser Länder ist jetzt nicht mehr in der EU. Also auch da, auch auf unserer Seite, hat sich einiges geändert. Aber dass es den Willen gibt, an der Stelle anzuknüpfen und zu sagen, wie können wir zu einem neuen Abkommen gemeinsam hinkommen und welche Rolle spielt da Europa, wie könnt ihr das unterstützen, das ist klar. Das wirft andere Fragen auf, nämlich wie es mit unserer Sanktionsbereitschaft aussieht. Bisher war die europäische Sanktionspolitik in der Iran-Frage eine andere als die US-Politik unter Trump. Es hat natürlich auch was damit zu tun, wie man die Situation analysiert. Und Joe Bidens Berater für dieses Thema, wie heißt er noch gleich, Jake Sullivan, der damals auch am Zustandekommen des Abkommens mitgewirkt hat, von dem war schon zu hören, dass Iran in der Bringeschuld ist. Und Teheran sagt natürlich, Moment mal, ihr Amerikaner seid aus dem Abkommen ausgestiegen. Ihr habt uns mit weiteren Sanktionen überzogen, obwohl wir uns aus der Sicht Teherans gesprochen ja an alles gehalten haben. Also die Frage, wie man da übereinander kommen kann, steht trotzdem im Raum. Das ist eine sehr schwierige Frage, weil es ja auch im Iran jetzt in der politischen Auseinandersetzung ein umstrittenes Vorgehen ist zwischen Hardlinern im Iran und denjenigen, die doch bewirken wollen, dass die Sanktionen gegen den Iran gelockert werden. Das war ja sozusagen im Gegenzug geplant, dass Sanktionen gegen den Iran gelockert werden, sofern der Iran die Auflagen des Abkommens erfüllt. Und da ist ein Machtkampf in Iran derzeit mit Blick auf die dortige Präsidentschaftswahl im Sommer. Und das macht es sehr kompliziert in der jetzigen Situation für die beiden Administrationen, da aktiv zu werden. Ich rechne eher mit sehr viel vorsichtiger Diplomatie, von der wir vielleicht gar nicht viel hören werden, aber die stattfindet, um rauszutesten, um sozusagen abzuklopfen, ob man eine Chance hat. So ein erweitertes Iran-Abkommen, wie Frau von Daniels das ja richtig gesagt hat, zu Wege zu bringen und den Iran dann aber auch wieder rausführt aus der Isolation der internationalen. Aber es hängt eben nicht nur von den USA ab, es hängt auch nicht nur von Europa ab, sondern auch von Iran bereit ist, dann auch mitzumachen. Herr Tevesen, eine Rolle spielt dabei natürlich auch das Verhältnis der Amerikaner zu Erzrivalen in der Region, der Iraner zu Saudi-Arabien. Und auch da könnte sich ja eine eventuell die Gemengelage doch stark verändernde Veränderung der Position, der Grundhaltung gegenüber dem Königshaus dort mit beiden abzeichnen. Ja, ich glaube, wir werden eine Umsortierung der Verbündetenverhältnisse wieder sehen, da was die arabische Welt angeht. Entschuldigung, hier im Hintergrund fährt gerade einer mit einer sehr lauten Musik vorbei. Vielleicht sagt jemand anders erst was, dann können Sie mich auch wieder verstehen. Wir hören Sie eigentlich ganz gut, aber Frau von Daniels, vielleicht mögen Sie auch noch einen Satz dazu sagen, zu der Veränderung, die es möglicherweise in der ganzen arabischen Region geben könnte, wenn sich Iran beispielsweise und die USA doch irgendwie zusammenfinden oder wenn eben Saudi-Arabien nicht mehr sozusagen Best Friends ist mit Washington. Ich glaube, man muss, egal wer Präsident ist in den USA, immer sehen, dass die Außenpolitik interessengeleitet ist. Wer dann letztlich der Best Friend sein wird, werden wir sehen. Das hängt davon ab, welche Prioritäten werden da definiert, was möchte das Biden-Team angehen. Biden hat in dem ersten Telefonat mit Merkel den Iran und eine politische Lösung für den Iran unter den Top-Prioritäten genannt. Ja, das ist öffentlich. Wer die Partner dafür sind, das denke ich, kann man wie immer bei US-Außenpolitik dann ganz pragmatisch und kurzfristig entscheiden, da wo es passt. Ich glaube, da sollten wir nicht so sehr auf langfristige Freundschaftsverhältnisse oder Feindschaftsverhältnisse setzen, sondern schauen, wie kommt man gemeinsam zur Lösung, wie kann man pragmatisch am Verhandlungstisch für die Region mehr Ruhe insgesamt herbeiführen.
Herr Tevensen, sind Ihre Geräusche weg? Wollen Sie noch Ihren Satz zu Ende bringen? Offenbar der Leitwagen einer Demo, der ganz laut uns hier beschallt. Oh, Entschuldigung. Ja, das habe ich nicht. Das war ein arabisches Zeichen, was hinten drauf stand. Keine Ahnung, wer das gewesen ist. Naja, also eins mal vorweg gesagt. Donald Trump hat die Welt unsicherer gemacht. Das sehen wir am Iran und das sehen wir an Nordkorea. Auch an anderen Beispielen, aber das sind vielleicht die herausragenden. Jetzt ist Iran ein Riesenproblem. Es ist sehr dringend, dass man wieder mindestens zum Abkommen zurückkommt, eigentlich sogar darüber hinausgeht. Es wurde ja vorhin schon angesprochen. Und das ist mit Sicherheit auch das Ziel der beiden Administrationen. Es gibt eine Strategie, die ja schon mal vor Jahren erfolgreich war. Das war unter Obama, nämlich Zuckerbrot und Peitsche. Das heißt, auf der einen Seite Verhandlungsangebote, also die Bereitschaft, miteinander zu reden und Lösungen zu finden, die auch Iran zum Beispiel wirtschaftlich weiter voranhelfen etc. Und auf der anderen Seite knallhart, da hat Obama, was viele nicht wissen, nicht nur die Stuxnet-Angriffe, also die Angriffe auf das Programm, das Atomprogramm des Iran über Computerviren erlaubt und auch beauftragt, sondern er hat auch Attentate, Anschläge, so wie wir sie in jüngster Zeit wieder auf iranische Atomwissenschaftler gesehen haben, die sind auch von der US-Regierung damals mitgetragen worden, ausgeführt wurden sie von anderen. Also ich glaube, eine sehr harte Iran-Politik in der Mischung mit Versöhnungs- oder Gesprächsangeboten werden wir sehen. Und was Saudi-Arabien angeht, die USA haben den Vorteil, sie sind weitgehend energieunabhängig von dem Öl in der arabischen Welt. Und das bietet den großen Vorteil, Druck massiven auch aus Saudi-Arabien auszuüben. Wer aber denkt, man würde mit Saudi-Arabien nichts mehr zu tun haben wollen, hat sich, glaube ich, auch geschnitten, weil auch das ein guter Effekt der Trump-Administration. Das, was an Gesprächen zwischen Israel und Teilen der arabischen Welt angefangen worden ist, was zu ersten, ich sag mal, immer noch sehr vagen Abkommen aber geführt hat, das ist etwas, auf das Anthony Blinken und Joe Biden aufbauen werden, um zu schauen, ob man nicht auch zu einem besseren Komfort in der Region zwischen Israel und der arabischen Welt langfristig kommt. Wir könnten noch gepflegt 2,5 Stunden weiter diskutieren. Davon bin ich überzeugt. Aber wir haben eine ganze Menge Fragen von Zuschauerinnen und Zuschauern und ein paar wenigstens möchte ich gerne Ihnen noch stellen. Deshalb nochmal die Erinnerung daran, dass Sie nochmal abstimmen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir hatten ja gefragt, glauben Sie, dass Joe Biden die USA im Inneren einen kann und glauben Sie, Joe Biden kann den transatlantischen Zusammenhalt wieder stärken? Da hatten wir Ihr Votum eingangs bekommen. Es wäre spannend zu sehen, ob sich Ihre Haltung nach unserer Diskussion hier verändert hat. Ganz zum Schluss, jeder noch mal ganz kurz, wenn Joe Biden bei Ihnen, Frau von Daniels, anriefe und 2,5 Sätze einen klugen Rat von Ihnen haben wollen würde für die kommenden 4 Jahre, vielleicht auch 3,5, aber mehr nicht. Was würden Sie ihm sagen wollen? Ich würde sagen, wir haben ein transatlantisches, gemeinsames, großes Projekt, das auch ein globales Projekt ist. Das ist für mich die Klimapolitik. Und das ist für mich ein Problem von einer Dimension. Sagen wir mal im Vergleich mit der Dekolonialisierung nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir hätten jetzt den Moment, wir haben auch durch die Pandemie quasi den Handlungsdruck nochmal vor Augen geführt bekommen, aber auch die Möglichkeiten, die da sind. Und das wäre das Feld, wo ich denke, von dem ich denke, da müssen wir transatlantischen Weg finden. Wir müssen das entweder über Besteuerung schaffen oder über eine abgestimmtere, besser abgestimmte Energiepolitik. Aber es gibt Überschneidungen und wir erreichen gemeinsam mehr, wenn wir das gemeinsam angehen. Ah, das war jetzt doch 4,5 Sätze, aber nichtsdestotrotz, Ihr Wort in Joe Bidens Ohren. Was würden Sie ihm raten, Frau Lemke? Also ich denke, ich würde ihm raten, auf die junge Generation stärker zuzugehen und zuzuhören, was die zu sagen hat. Herr Tevensen, Ihr guter Rat an Joe Biden. Sein Erfolg steht und fällt mit der Innenpolitik zunächst mal, wenn er das nicht auf die Reihe kriegt. Deswegen würde ich ihm raten, unbedingt mit den Republikanern, mit denen, die noch vernünftig sind, zu versuchen, eine Politik zu machen, die den Menschen im Land hilft. Finde ich alles sehr vernünftige, anhörenswerte Ratschläge. Vielleicht kommen Sie im Weißen Haus an. Ich habe jetzt diverseste Fragen. Ich muss mal immer so ein bisschen nebenbei lesen.
Da fragt Ingolf Krebs mit Recht, warum haben die Trump-Wähler nicht gemerkt, dass er seine Versprechungen nicht erfüllt hat? Wer mag sich daran wagen? Schwierige Frage, aber gute Frage. Die Frage haben wir den Menschen gestellt, als wir da im Land unterwegs waren, diese 4600 Meilen. Das hat damit zu tun, sie haben ihm abgenommen, dass die Schuldigen dafür, dass es bisher nicht für sie sich ausgezahlt hat, in erster Linie die demokratische Mehrheit im amerikanischen Kongress ist, weil die gemein und garstig alles verhindert haben, was er Positives noch bewirken wollte. Und zweitens, er deshalb eben auch eine zweite Amtszeit dringend braucht, um diese Versprechen noch zu erfüllen und zu verhindern, dass die Kommunisten und Sozialisten die Macht im Land bekommen. Hilde Weg fragt, vielleicht möchten Sie die Frage nehmen, Frau von Daniels. Wird es Trump-Medien geben mit Steve Bannon als Mastermind im Hintergrund? Wir erinnern uns, Steve Bannon gehört zu denjenigen, die begnadigt wurden. Er ist also wieder auf freiem Fuß und könnte durchaus wirken in die Richtung. Also ob es nur er ist oder nicht, aber ist damit zu rechnen, dass Fox News, was lange Zeit so eine Art Haussender war für Donald Trump, die aber zuletzt auch nicht mehr nur ihr als Sprachrohr herhalten wollten, dass er sein eigenes Medium, seine eigenen Medienoutlets gründet? Ist damit zu rechnen, dass er es versuchen wird? Dann ist es eine Frage der Markenkonkurrenz. Fox ist die etablierte Marke. Trump weiß allzu gut als Businessman, der seine Marke immer sehr stark vorangepusht hat, dass er in diesem Wettbewerb mit Fox erstmal bestehen muss und irgendwie ein besseres Angebot machen muss als das, was es schon gibt. Und daran wird sich entscheiden, glaube ich, wie seine politische Zukunft aussehen wird. Christiane Lemke, vielleicht an Sie die Frage von Hans-Jörg Jakobsen. Er fragt, hat Joe Biden eigentlich ein Konzept, das marode amerikanische Bildungssystem zu verbessern? Eine wichtige, richtige Frage, denn wir wissen ja, das Bildungssystem krankt daran, dass es ungeheuer gute Eliteeinrichtungen gibt und der Schnitt und Durchschnitt aber eben leider sehr schwach ist. Ja, er hat also in seinen programmatischen Äußerungen im letzten Jahr sehr klar gemacht, dass Bildung für ihn wichtig ist, und zwar sowohl in der Allgemeinbildung, dort eben stärker wieder die öffentlichen Schulen zu fördern und die vielen Privatschulen, die es im grundständigen Bereich gibt, also für die Kinder von der 1. bis zur 12. Klasse, also sehr stark der Trump-Administration, solche Privilegien abzubauen zugunsten der öffentlichen Schulen. In Bezug auf die Universitäten und Forschungseinrichtungen, das ist auch ganz interessant, der linke Flügel um Bernie Sanders ja gefordert, dass man die Studiengebühren abschafft. Dem schließt sich Biden nicht an, sondern er setzt auf Stipendien. Also er möchte gerne das Stipendienwesen ausbauen. Das finde ich deswegen auch klug, weil viele Universitäten in Amerika sind Privatuniversitäten. Da kann der Staat sagen, was er will. Harvard wird seine Gebühren immer so erheben, wie man das aus wirtschaftlichen Gründen tun möchte. Und dann ist es doch sinnvoller zu sagen, wir bauen das Stipendiensystem aus. Das könnte also tatsächlich auch vielen Begabten, die aber nicht die Mittel haben, helfen. Und da liegt ein ganz wichtiger bildungspolitischer Auftrag. Und im Zuge der Corona-Hilfen hat Joe Biden ja auch schon beschlossen, dass die Rückzahlung von Studiengebühren, Studienstipendien und so weiter verschoben wird zumindest. Eine Frage von Gerald. Gibt es in den USA Überlegungen, die Spaltung der Gesellschaft durch zum Beispiel die Änderung des Wahlsystems zu begegnen? Zwei Stichworte in dem Zusammenhang: the winner takes it all. Also es gibt eigentlich keine verteilten Mehrheiten, keine relativen Mehrheiten, und aber eben auch das Wahlmännersystem, was ja immer mal wieder dazu geführt hat, dass der Gewinner nicht die meisten der Präsidentschaftswahlen, nicht die meisten Stimmen im Land hatte, sondern eben die meisten Wahlmännerstimmen. Aber für eine Änderung dieses Systems, über das man sicher trefflich eine weitere Stunde diskutieren könnte, bräuchte es natürlich auch eine verfassungsändernde Mehrheit.
Also es gibt Überlegungen, es gibt auch Konzepte, die teilweise schon umgesetzt werden. Bundesstaaten haben sich zusammengeschlossen, leider noch nicht genug. Sie wollen, dass künftig die Entscheidung über den Präsidenten gekoppelt ist an die Frage, wer hat denn in absoluten Zahlen tatsächlich die Nase vorn? Haben wir gerade den Fall gehabt, wo ja 7 Millionen Stimmen mehr für Joe Biden abgegeben worden sind. Und es hätte auch am Ende anders ausgehen können, so wie vor 4 Jahren. Also die Bundesstaaten treiben das voran. Ob es am Ende reichen wird, dass genügend Bundesstaaten sich da zusammentun und es dann hier in Washington auch verankert wird, in der amerikanischen Verfassung, das müssen wir dann sehen. Und es gibt natürlich auch Überlegungen, dass man an die Wahlmännergremium-Geschichte rangeht. Und auch ein Beispiel, der Senat hier in Washington ist quietschend ungerechter in den nächsten Jahrzehnten, weil in 30 Jahren werden 50% der amerikanischen Bevölkerung in nur 8 Bundesstaaten leben. Das heißt, dann werden 50% der Bevölkerung von 16 Senatoren hier in Washington vertreten werden und die anderen 50% werden von 84 Senatoren vertreten werden. Und diese Ungerechtigkeit wird sich immer weiter fortsetzen. Deswegen wäre es sehr dringend. Und jetzt kommt das Aber. Ehrlicherweise braucht es dafür Mehrheiten hier in Washington, die ich nirgendwo sehe, zumal viele Republikaner das Gefühl haben, wenn sie dem zustimmen, kriegen sie nie wieder einen Fuß auf die Erde und werden nie wieder einen amerikanischen Präsidenten stellen. Das glauben die jedenfalls. Weil die Republikaner ja auch tatsächlich strukturell, was ihre Wählerschaft angeht, es zunehmend schwerer haben, eine Mehrheit dann tatsächlich auch auf die Beine stellen zu können. Insofern sind diese Ängste ja nicht so ganz unberechtigt. Ich würde das bestreiten, weil wir sehen ja, dass beispielsweise unten in Florida deutlich mehr Schwarze Donald Trump gewählt haben als noch vor 4 Jahren. Wir sehen in Arizona, dass sehr viele, auch teilweise in Florida, dass sehr viele Latinos auch republikanisch und Donald Trump gewählt haben. Also das würde ich sagen, ist nicht entschieden, aber sie müssen sich schon arg anstrengen, um diese Bevölkerungsgruppen auch wirklich zu gewinnen. Jemand, der seinen Namen nicht nennen wollte, hat eine Frage, die zur Parteienlandschaft oder zum Wählen passt. Wird es eine starke dritte Partei möglicherweise geben unter Donald Trump? Also das würde bedeuten, dass sich die Republikaner weder lossagen von Donald Trump noch ihm verbunden bleiben zutiefst und mehr oder weniger widerwillig oder freiwillig, sondern dass tatsächlich es eine Spaltung dieser Partei gibt. Also dagegen spricht natürlich, das Wahlsystem favorisiert die zwei Parteien. Nicht solange sie ein System haben, in dem sie einfach die Mehrheit der Stimmen brauchen, gibt es einen starken Zwang in der Republikanischen Partei, zusammenzubleiben. Also ich gehe eher davon aus, dass der Trumpismus eine starke Strömung innerhalb der Republikanischen Partei. Aber es ist natürlich nicht ganz ausgeschlossen, dass sich die eine eigene Partei bildet, eine Trump-Partei der radikalen Rechten. Nur das schwächt dann das republikanische Feld. Das ist ganz klar. Aus der Vergangenheit haben wir das immer wieder gesehen. Dritte Parteien schwächen dann sozusagen die Hauptpartei, die in diesem Feld auch angesiedelt ist. Und das kann sich die republikanische Partei nicht wünschen. Und deswegen wird sie wahrscheinlich auch ein Stück weit Konzessionen zu diesem radikalen rechten Flügel machen. Von Daniels Tim fragt, ist es nicht nur eine in Anführungsstrichen westliche Bequemlichkeit, in Klammern auch für die Medien, dass es jetzt wieder Voraussehbarkeit in DC, also in den USA gibt? Also ich habe so viel Voraussehbarkeit gibt es nicht. Also wir müssen schon ganz genau erstmal schauen, welche Maßnahmen ergreift dieser Präsident als erstes, inwieweit betreffen die uns. Also von Bequemlichkeit kann da nicht die Rede sein, glaube ich. Wenn Sie in den Hauptstädten in Europa mal nachfragen, in den Außenministerien überall, ich glaube, da ist eher große Aktivität und große Sorge, auch mit diesem Präsidenten, dass große Erwartungen an uns gerichtet werden und dass man Wege finden muss, die eigenen Positionen, die eigenen Interessen weiter zu vertreten und zu erreichen, ohne in einen Konflikt zu geraten mit dieser fordernden Regierung. Frau Lemke, die Zuschauerin Christine Voisch fragt, wie positioniert sich denn augenblicklich eigentlich Trumps Fernsehsender oder der besonders Trump-freundliche Fernsehsender Fox News? Also sie können nur CNN verfolgen und kann das deshalb nicht sagen. Uns würde sie aber interessieren.
Also es ist so, dass Fox News ja auch unterschiedliche Journalisten hat und einige diesen Sturm auf das Kapitol beziehungsweise das Anzweifeln der Wahlergebnisse, das dem ja vorausging, und zwar selbst dann noch, als die Ergebnisse alle wasserfest ausgezählt worden waren und die Gerichtsverfahren gegen das Wahlergebnis ja auch abgeschmettert worden sind, selbst dann noch Wahlfälschung behauptet haben. Es haben sich auch Fox News-Journalisten davon distanziert und gesagt, man muss das Wahlergebnis anerkennen. Also der Haussender von Trump ist es nicht mehr so ohne weiteres, aber Herr Thewissen verfolgt das sicher noch genauer vor Ort und kann dazu vielleicht ein bisschen mehr sagen als ich jetzt, auch aus der Ferne ohne Fox News. Ja, vielleicht, weil es ganz frisch ist. Es hat eine Säuberungsaktion gegeben bei Fox, das kann man so nennen. Also kritische Journalisten sind entlassen worden in den letzten Tagen. Und es hat eine Neusortierung der Fernsehabendprogramme gegeben, wo es noch stärkere Meinungsformate jetzt gibt mit eindeutig strammen Trumpisten. Mit anderen Worten, Fox versucht wieder die verlorenen Zuschauer, weil sie doch ein bisschen kritisch waren. Kleine Erinnerung, Fox war der erste Sender, der in der Wahlnacht Arizona in das Lager von Joe Biden gerechnet hat. Klammer zu. Und das tun die deshalb, weil der Konkurrenzdruck groß ist. Es gibt ja hier OANN und auch Newsmax. Das sind jetzt die momentan Leib- und Magensender von Donald Trump, die überhaupt keine Skrupel mehr haben, nur in die eine Richtung zu berichten. Und deswegen versucht Fox gerade wieder den Anschluss zu finden und ist, muss man ehrlicherweise sagen, nach wie vor immer noch der gewichtigste und größte Sender, der aber wieder eher auf der Trumpistenlinie jetzt einschwenkt. Ein Zuschauerin, Zuschauer auch ohne Namen fragt, was denn von Joe Biden zu erwarten ist in Sachen völkerrechtswidrigem Regime Change. Also kann man von Joe Biden erwarten, dass er, sei es im Einsatz für die Demokratie oder für die Menschenrechte, tatsächlich auch Regierungswechsel in dem einen oder anderen Land anstreben könnte? Und genauso, wie sieht es aus mit den massiven Drohneneinsätzen, die es ja schon unter Obama gegeben hat, aber jetzt zuletzt auch wieder? Was weiß man da von Joe Biden? Vielleicht kann ich dazu kurz was sagen. Ich meine, völkerrechtswidriger Regime-Change. Ich meine, während der George W. Bush-Administration war das in der Tat eine Auffassung in einem Teil der Republikanischen Partei, dass man die Demokratie exportieren kann und einen Regimewechsel zum Beispiel im Irak auch erfolgreich durchführen kann. Das ist eine völlig gescheiterte Politik, vertritt heute niemand ernsthaft mehr. Und Frau Joe Biden, ähnlich im Übrigen bei Donald Trump, können, dass er eher ein Interesse hat, sich zurückzuziehen aus diesen sehr schweren und auch lang anhaltenden Kriegen im Mittleren Osten und in Zentralasien. Also diese Friedenssehnsucht in der amerikanischen Bevölkerung ist sehr groß, und politisch legitimieren kann man diesen von außen sozusagen gewaltsam herbeigeführten Regime-Change ohnehin nicht, auch nicht im Fall Irans, wie sich das vielleicht manche vorgestellt haben. Das sind Projekte, die also von Biden auf keinen Fall verfolgt werden. Drohneneinsätze ist eine andere Geschichte, weil es gibt in den USA durchaus Vertreter des Militärs, die sagen, wir führen Drohnenschläge durch, um das Leben amerikanischer Soldaten zu schonen. Ja, und wir sehen das in Deutschland außerordentlich kritisch. Aber ich denke, dass auch Joe Biden, ähnlich im Übrigen wie Barack Obama, der auch die Drohneneinsätze ausgebaut hat, das auch weiter als ein Mittel der Kriegsführung verfolgen wird. Und wie gesagt, das Argument ist eben, dass man damit sehr gezielt auch in Gebieten und gegen terroristische Bewegungen einschreiten kann, ohne das Militär am Boden in Bewegung zu setzen. Und das ist ein Argument, was man vielleicht auch ein Stück weit ernster nehmen muss,
als das hier bei uns getan wird. Naja, die Diskussion gibt es ja auch in Deutschland darüber, ne? Ich meine, inwieweit die Hemmschwelle, militärische Gewalt auszuüben, sinkt, wenn es über Drohnen ist und kein Einsatz von Mann und Maus und Leben von Soldatinnen und Soldaten riskiert wird, oder inwieweit es eben das Leben derselben schützt, wenn es denn Drohnen das Kriegsgeschäft erledigen. Wir haben gleich unsere Umfrage vom Anfang, aber ich möchte gerne noch die 100-Millionen-Dollar-Frage loswerden, die uns Lutz Martens stellt. Wie kam es dazu, dass so wenig Polizei am Kapitol war, obwohl man vermutete, dass es Unruhen geben würde? Also wer darauf jetzt eine Antwort hat, ja. Was habe ich gesagt? 100 Millionen, von mir kommen sie nicht. Aber das ist natürlich wirklich die Frage, die man stellt. Sich stellen muss auch, war das vielleicht Absicht? War das fast schon eine Art Verschwörung? Steckte da die Stadt, die zuständig ist, oder der Bund, der für den Schutz des Kapitols zuständig ist, dahinter? Oder wer kann uns von Ihnen da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen? Ich war ja da, und als ich morgens kam, waren sehr, sehr wenige Polizisten da, und wir haben uns schon sehr gewundert, weil wir kennen das Kapitol nur unter sehr gutem Schutz seit 9/11, aber auch seitdem es mal einen Terroranschlag oder eine Schießerei gegeben hat hinter dem Kapitol. In den 2000er Jahren sind die Sicherheitsmaßnahmen massiv verstärkt worden. Also es waren kaum Polizisten da. Ich glaube, es hat nicht alles mit böser Absicht, wie manche behaupten, zu tun, sondern, glaube ich, mit extremer Naivität, dass man die Parole ausgegeben hatte, nachdem die Diskussion im Land ja auch so über Polizeibrutalität in den Monaten davor gelaufen war, dass man also in Sachen freie Meinungsäußerung relativ kleinen Fußabdruck haben will, um im Grunde genommen nicht zu eskalieren. Das ist natürlich völlig Banane gewesen, diese Haltung gegenüber dem, was man sehen konnte. Man konnte sehen, dass da Leute waren, die mit einer wilden Entschlossenheit kamen, um auch Gewalt auszuüben. Das wusste man auch vorher, weil in Warnungen des FBI das sogar drin stand, mit so Worten wie, die wollen den Krieg nach Washington tragen und so weiter. Und am Ende, glaube ich, ist es ein Versagen der Führungsleute in der Capitol Police gewesen und teilweise auch bei anderen Sicherheitskräften, was dann dazu geführt hat. Das Ergebnis haben wir alle gesehen. Ich kann das nur noch mal betonen. Es war haarscharf. An jenem Tag hätte die Demokratie in Washington sterben können, wenn die Angreifer Mike Pence und Nancy Pelosi in die Finger bekommen hätten, hätte man damit rechnen müssen, dass sie ermordet werden. Und so haarscharf war das, dass man eigentlich nur daraus lernen kann. Und deswegen sind die 20.000, 25.000 Soldaten, die hier in Washington waren, bei der Amtseinführung verständlich, aber ich hoffe nicht dauerhaft. Also ich glaube, was auch klar ist, ist, dass aus dem US-Kongress heraus von vielen Politikerinnen und Politikern dort die Forderung aufgestellt wurde, dass es eine Untersuchungskommission geben muss. Und dass es zahlreiche Hinweise darauf gibt, dass entweder aus den Polizeikräften oder aus der Gruppe der Militärveteranen, auch aus aktiven Militärs, Unterstützung für diese gewaltbereiten Demonstranten, Protestler vorhanden war. Ja, wir sind aber, wir sind nicht die USA. Es steht uns, glaube ich, nicht gut an, denen zu erklären, wie sie die Sache bewerten oder aufarbeiten sollen. Aber dass es so eine Untersuchung geben muss, das ist, glaube ich, in den USA allen politischen Kräften klar. Denn ja, sonst wird man da kein Licht reinbringen, und das nährt weitere Verschwörungstheorien auf beiden Seiten. Und es ist noch schlimmer, Frau von Daniels, weil es Hinweise und auch Belege dafür gibt, dass einzelne Abgeordnete mit daran beteiligt waren, die Informationen weiterzugeben, wo zu einem gewissen Zeitpunkt sich Nancy Pelosi und die anderen aufhielten, mit anderen Kollaborationen zwischen gewählten Abgeordneten der Republikanischen Partei und Aufrührern, die die Demokratie zerstören wollten. Ja, ich glaube, wir können sagen, es ist noch schlimmer, denn es gab ja kurz nachdem das passiert war, mindestens einen Politiker der Republikanischen Partei, der ein Interview gegeben hat im Kongress und gesagt hat, das waren eigentlich die Antifa. Matt Gaetz.
Radikal, genau, Florida-Abgeordneter, der sich nicht so schade war, immer noch weitere absurde Theorien von sich zu geben, wer das gewesen sein könnte, irgendwie so in der Anlehnung an die Boston Tea Party hätten sich irgendwelche Leute verkleidet eigentlich und wären gar keine Trumpisten gewesen. So schlimm ist es. Und die Leute, die diese Untersuchung fordern, sind selber ehemalige Angehörige des Militärs, die sagen, nach ihrer Einschätzung, auch nachdem, wie sie ausgebildet worden sind, sind da Dinge passiert, die auf organisierte Gruppen schließen lassen und ja, deswegen untersucht werden müssen. Dann möchte ich gerne die letzte Frage loswerden an dieser Stelle noch von einem Zuschauer oder einer Zuschauerin. Gerade nochmal aufgehängt auch an diesen Ereignissen rund ums Kapitol. Muss es eigentlich nach Trump, muss es nach den Ereignissen im Kapitol so etwas geben wie Gesetzesänderungen, vielleicht sogar Verfassungsänderungen, wo wir dann wieder das Problem haben, dass wir die entsprechenden Mehrheiten finden müssen? Also muss der Gesetzgeber auf das, was wir erlebt haben, reagieren? Naja, die Antwort darauf ist zurück auf los, dass wir, was wir eingangs besprochen haben, der erste Schritt dahin wäre, das Ganze über ein Impeachment-Verfahren nochmal zu beantworten, diesen Angriff auf die Demokratie. Davon ausgehend, dass es kann erst der Anfang sein, müssen wir wahrscheinlich das tun, was Herr Thewissen vorhin auch schon beschrieben hat, auf Bundesstaatenebene muss alles abgeklopft werden und da muss geschaut werden, inwieweit ist die Wahlgesetzgebung dort gerecht oder unfair, strukturell verzerrend oder nicht, wird ausreichend gegen radikale Gruppen vorgegangen. Ja, auch auf der Bundesstaatenebene. Wir wussten vor diesem Capital Storming, dass in allen Bundesstaaten radikale Gruppen sind. Nicht nur in denen, die man immer im Blick hat. Es ist nicht immer nur Texas, Florida oder der mittlere Westen, sondern auch in Kalifornien und Massachusetts sitzen Proud Boys. Ja, und da, das ist eine Aufgabe, die in das ganze Land ausstrahlen muss, sonst wird sich nichts ändern. Und muss man auch vielleicht, Herr Thewissen, die Frage würde ich Ihnen gerne noch mitgeben, weil die auch noch hier aufgetaucht ist, auch überlegen, inwieweit eben tatsächlich Medien und oder soziale Medien stärker überprüft werden müssen und eben auch Falschmeldung bzw. Anstachelung zu Aufruhr in irgendeiner Form stärker reguliert, herausgesiebt werden? Also auf jeden Fall müssen die Medien, wenn sie ihre Freiheit behalten wollen, und die sind ein Grundpfeiler der Demokratie, die Meinungs- und Pressefreiheit, dann müssen sie auch die Verantwortung übernehmen, das, was sich auf ihren Plattformen abspielt, im Blick zu halten und im Zweifel zu reagieren. Ich würde aber trotzdem einmal mit dem Wort eines Kollegen antworten, der das, glaube ich, wunderbar beschrieben hat. Die Demokratie ist deshalb die stärkste Regierungsform, die wir kennen auf der Erde, weil sie so viele Freiheiten lässt. Wenn sie aber angegriffen wird, dann ist die Demokratie die schwächste, weil sie so viele Freiheiten lässt. Und das ist der Moment, so hat der Kollege mal gesagt, wo die Demokratie der Leute bedarf, denen die Demokratie am Herzen liegt. Das sind die Bürger, die diese Freiheiten verteidigen müssen, aber die auch die Demokratie gegen Angriffe verteidigen müssen. Und das kann man meiner Meinung nach nicht durch strengere Gesetze und noch mehr Überwachung und all diese Sachen lösen, sondern es bedarf der Demokraten, die bereit sind, die Demokratie zu verteidigen. Ich finde, das ist eigentlich die beste Lösung. Klingt ein bisschen idealistisch. Ja, und es klingt eigentlich fast nach einem guten, wunderbaren Schlusswort. Es sei denn, Frau Lemke, Sie haben dem noch was hinzuzufügen. Also ich stimme da Herrn Thewissen völlig zu. Wir haben im Deutschen den Begriff der wehrhaften Demokratie aufgrund unserer Vergangenheit und der Erfahrung des Endes der Weimarer Republik. Und von daher wäre das auch für die USA, die sich ja auch immer als kerndemokratisches Land verstanden haben, tatsächlich ein Prozess, diese Anfechtungen, die von innen kommen, von gewählten Vertretern und Vertreterinnen, die dann eben von innen heraus zum Beispiel zu Gewalt aufrufen oder eben auch die Opposition verunglimpfen oder auch also Verschwörungstheorien oder rassistische Ideologien und so weiter verbreiten, dass die rechtzeitig
eingehegt werden. Und dafür gibt es in Amerika auch Gesetze. An einem Punkt würde ich allerdings sagen, Gesetzesänderung bitte ja, in Bezug auf Waffengesetze. Also das ist so ein Wunderpunkt in den USA. Da sind bisher alle Präsidenten dran gescheitert. Aber es wäre schon schön, wenn man diese sehr gefährlichen Waffen abschaffen würde und eben auch diese Gruppen, die gewaltbereit sind, ihnen die Waffen wegnehmen könnte. Dann möchte ich Ihnen zum Schluss dieser Veranstaltung noch nachliefern, was unsere Umfrage vorher nachher ergeben hat. Und es stellt sich heraus, dass unsere Zuschauerinnen und Zuschauer unsere Meinung im weitesten Sinne des Wortes teilen und dass sie vor allen Dingen sehr gut schon vorher informiert waren. Sie haben ihre Haltung dazu, was Joe Biden tun, lassen und bewegen kann, kaum geändert. Wir haben gefragt, wird es ihm gelingen, die USA im Inneren zu einen? Da war das Ergebnis am Anfang unserer Diskussion, ja, glauben nur 38%. Am Ende dieser Diskussion sind es 39%. Und ähnlich ist es bei den transatlantischen Beziehungen, ob der Zusammenhalt da wieder stärker werden wird. Da haben vorher 62% das geglaubt und am Ende unserer Diskussion nur 61. Ich danke allen, die zugeschaut haben, die zugehört haben, die sich beteiligt haben, sehr rege. Das ist schön. Ich bitte zu entschuldigen, dass es den einen oder anderen kleinen Haxer gegeben hat. Das ist halt so, wenn man nicht zusammensitzt und dann wäre die ganze Sache hier noch schöner gewesen. Aber ich freue mich, dass wir eine gute Diskussion hatten, eine informative Diskussion und sage Ihnen allen, die Sie mitdiskutiert haben, aber auch den Zuschauern und Zuschauern herzlichen Dank und noch einen schönen Abend.